Hallo und herzlich willkommen, liebe Kapitalistenfreunde, wie geht es euch? Ich werde mal wieder hier zu YouTube springen, weil Google Plus wie immer einige Probleme bereitet. So. Und da sind wir auch schon live, pünktlich, allerdings nicht um 19 Uhr wie sonst, sondern 20.30 Uhr, weil ich meine Familie gerade zum Flughafen gebracht habe. Die sind auf dem Weg nach Österreich. Ich bleibe hier mit dem Hund, der ist natürlich auch wieder dabei. Und ja, warten wir doch mal kurz, ob noch Leute einschalten. Bis jetzt sehe ich nämlich noch niemanden. Und ich hoffe, das ändert sich noch. Ich kann ein bisschen Musik hören in der Zwischenzeit oder so. Ah, da kommt der Martin und fragt auch sofort los. Martin Lorenz, folgende Frage hören, sagt ja immer, man sollte sich konkrete Ziele setzen, wie 100.000 im nächsten Jahr. Was hältst du davon? Ja, fangen wir doch ruhig gerne mal mit dieser Frage an. Lustiger Zufall, dass es ausgerechnet diese Summe ist, denn dazu möchte ich heute auch noch was sagen. Ich finde eigentlich generell, dass konkrete Ziele immer etwas Gutes sind. Für manche Menschen allerdings, die so ein bisschen, ja, sag ich mal, kreativer sind, sind auch manchmal diese konkreten Ziele etwas einschränkend. Ja, aber generell macht es immer Sinn, sich jetzt an diesen Zielen festzusetzen, also dass man konkrete Ziele hat, was das Geld angeht, und dann, da gehe ich auch nochmal sowieso drauf ein heute, das auch noch genau zu definieren. Ja. Was willst du nächstes Jahr 100.000? Willst du 100.000 umsetzen? Ja? Oder willst du 100.000 netto nach Kosten, nach Steuern und so weiter raushaben? Oder willst du 100.000 Euro insgesamt investieren? Ja, was genau willst du mit diesen 100.000 machen und warum willst du sie verdienen? Ja, was ist deine Vision, dein Ziel? Also warum willst du dieses Geld haben? Was willst du damit tun? Diese Fragen sind auch sehr wichtig an dieser Stelle. Ja. Aber generell finde ich es sehr gut, dass man sich konkrete Ziele ausformuliert und aufschreibt. Das mache ich auch sehr häufig. Ja. So, jetzt kommen immer mehr. Ich denke mal, wir fangen direkt an. Also zwischendurch heute, wir werden auch auf Fragen eingehen und, ach ja, das war ja das Thema, mit Flipboard zu arbeiten. Moment, ich bin gleich wieder da. Keine Sorge. Ja, das wurde von einigen angefragt, ja. Problem ist nur, wie stelle ich das jetzt so hin? Muss ich mal überlegen, dass alle das sehen. Ja? Aber egal, wir fangen erstmal an. Heute ist sowieso, ja, geht es heute nicht darum, so einen festen Rahmen durchzuziehen, den ich vorbereitet habe. Heute geht es eher darum, ja, über die finanziellen Ziele und Vorsätze zu sprechen. Und heute wollte ich ganz kurz mal starten mit einer interessanten Sache. Und zwar Vorsätze und Ziele 2015. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, was ganz, ganz, ganz wichtig ist für nächstes Jahr. Ja? Und zwar dieses, kennt ihr das? Tabasco. Ja? Das hier ist eine große Flasche Tabasco, 350 Milliliter. Ich liebe das Zeug über alles. Ich mache es in fast alles Essen rein, was ich esse. Und leider habe ich die kleine Flasche Tabasco nicht mitgebracht. Ich wollte euch eigentlich den Vergleich zeigen zwischen der kleinen Flasche Tabasco, ja, die ist ungefähr daneben so groß, ja, und der großen. Und ich habe dafür in der Psychologie keinen, keinen Namen für genommen. Deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Tabasco-Effekt. Aber grundsätzlich ist es so, stellt euch jetzt einfach mal vor, ich habe hier die kleine Tabasco-Flasche, ja. Und ich trinke mein ganzes Leben lang immer
mein Essen oder mein Essen mit so ein bisschen Tabasco. Und auf einmal merke ich, hey, ich kann mir auch die große Tabasco-Flasche kaufen, ja, die hat viel mehr Inhalt. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel die 350 Milliliter Inhalt vergleiche mit der kleinen, dann komme ich im Endeffekt mit weniger Kosten bei dieser großen Flasche weg. Ja, das ist sozusagen eine Sache, wo wir Menschen dann immer, was natürlich auch dann angepreist wird von der Industrie und angepriesen wird, dass wir, wo wir darauf reagieren, wo wir sagen, aha, okay, wenn ich jetzt die große mit der kleinen vergleiche, macht es aus rationaler Sicht Sinn, diese große zu kaufen. Ja, das heißt, ich kaufe mir nicht mehr diese kleinen, sondern ich kaufe mir die großen. Und jetzt gleich erzähle ich, warum ich diese Geschichte erzähle. Jetzt passiert aber folgende Sache. Und das habe ich mir bei mir in den letzten Jahren anhand von Tabasco gemerkt, und das Ganze kann man auf seine Investment und auf sein Geld projizieren. Denn es sind zwei Dinge passiert, seitdem ich diese großen Tabasco-Flaschen benutze. Zwei Dinge. Und die passieren mit dem Geld und mit dem Lebensstil genauso. Erstens, ich verbrauche mehr Tabasco. Das heißt, ich mache jetzt auf meinen Teller, wenn ich jetzt zum Beispiel Spaghetti esse, mehr Tabasco pro Teller rauf, als ich noch die Kleinflaschen benutzt habe. Ja? Und der nächste Aspekt ist, das ist der erste, das heißt, ich benutze mehr. Und der zweite Aspekt, der auch dazu führt, dass ich mehr nutze, ist, dass ich Tabasco auf mehr Speisen raufmache als früher. Das heißt, diese beiden Dinge führen dazu, dass ich mehr Tabasco verbrauche. Durch diese große Flasche, die auf jeden Fall damit zu tun hat. Ja? Weil ich sozusagen denke, ah, jetzt habe ich eine große Flasche, da ist viel mehr drin, ja. Da werde ich unterbewusst einfach auch mehr benutzen. Das heißt, ich nutze mehr pro Speise und ich nutze insgesamt auf mehr Speisen, also nicht nur auf Spaghetti, sondern auch auf Hamburger oder auf mein Käsebrot oder so, Tabasco, ja. Und mit diesem Beispiel wollte ich einfach nur zeigen, ja, dass wenn wir mehr Geld verdienen, ja, unseren Lebensstil auf der anderen Seite meistens gleich mit anheben. Das heißt, ich zeige es mal hier. Am meisten ist es so, ja, mache ich jetzt einfach mal so eine kleine Grafik. Nur als Beispiel jetzt. Nehmen wir mal an, du hast 2000 Euro zur Verfügung, ja, und du hast dann regelmäßige Ausgaben von, sagen wir, 1500 Euro, ja, bleiben dir am Ende 500 Euro, richtig? Nur als Beispiel jetzt, ja. Das heißt, hier sind die Einnahmen. Hier sind die Ausgaben. Jetzt nehmen wir mal an, du wirst befördert, kriegst eine Gehaltserhöhung oder sowas. Ja? Ich scroll mal hier runter, um zu gucken, ob hier noch mehr Fragen kommen. Nee. Kriegst du, und das ist das, was häufig passiert, kriegst auf einmal 3000 Euro. Ja? Verdienst mehr. Ja? Jetzt würde man denken, eigentlich, ja, okay, coole Sache, 3000 Euro. 1500 Ausgaben sind gleich, wow, jetzt habe ich sozusagen 1500 Euro mehr auf der Kante. Aber das passiert nur sehr selten, weil, denkt an die Tabasco-Flasche, ja, der Kuchen wird größer, wir verdienen mehr, also was passiert? Wir geben mehr aus. Wir geben auf einmal nicht mehr 1500, sondern 2500 aus, weil wir unseren Lebensstil steigern. Weil wir also sagen, mit mehr Geld kann ich auch mehr ausgeben. Und das ist ja auch grundsätzlich vollkommen okay. Ja, und das ist ja auch, ich meine, in gewisser Weise das, was das Leben ausmacht, dass wir auch das Leben genießen wollen. Aber wenn wir finanziell frei werden wollen, ist es ganz wichtig, dass man immer kritisch bleibt, immer sehr kritisch mit seinen Ausgaben. Ja, und nur dazu mal,
ein kleines Beispiel von mir und dann werden wir uns mehr und mehr mit euren Sachen heute beschäftigen. Das Beispiel von mir ist, ja, kann ich euch ja auch mal aufmalen kurz. Lassen wir das gleich hier. Ja. Nur mal jetzt kurz meine Fixkosten. Private Fixkosten. Ich lasse jetzt mal die geschäftlichen Fixkosten weg, aber private Fixkosten, ja? 2013, ja? Und das sind jetzt alle die, die mir auf den ersten Blick jetzt einfallen, ja? Erste Fixkosten, Miete. Ja, das ist jetzt ganz konkret auf mein Leben bezogen. Miete. 600 Euro. Warm. Warm. 2013. Ja. Dann Versicherung. Ja, also alle Versicherungen inklusive der Rentenversicherung und so weiter, Berufsunfähigkeitsversicherung und so weiter, Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung und so weiter und so fort. Hundehaftpflichtversicherung, also diesen ganzen Kram, Rechtsschutzversicherung, alles zusammen. 400 Euro, ja, sind wir bei 1000 Euro Fixkosten. Dann Essen. Jetzt die Frage, nehme ich Essen sozusagen für mich dazu oder für die ganze Familie? Natürlich für die ganze Familie. Ungefähr 5, also Essen plus das Essen vom Hund und so, ungefähr 500 Euro, ja. Dann, ich überlege gerade, kommt noch irgendwas Kritisches dazu? Fixkosten, also jetzt mal nur auch auf diesen privaten Bereich gemünzt, also Steuern und so weiter, lasse ich jetzt alles mal kurz weg, damit es nicht zu kompliziert wird. Ich will nur ein Beispiel hier nennen und dann sehen wir jetzt noch mal andere Kosten, wie zum Beispiel Klamotten, Putzmittel, Internet, Strom, Telefon und so, sagen wir alles insgesamt, auch für die Familie und so, 500 Euro im Monat. Das ist ungefähr eine realistische Summe. Die privaten Fixkosten bei mir letztes Jahr, also 2013, ungefähr 2000 Euro. Ja? So, jetzt wohne ich ja hier auf Malle. Jetzt wohne ich hier auf Malle. Ja? Und das war ein großer Schritt für mich. Bis 2014, Ende 2014 bin ich hierher gezogen im Oktober. Und jetzt ist es bei 2015. Jetzt gucken wir uns mal den Unterschied nur an. Ja? Die Miete jetzt. Ja? Nicht mehr 600 warm. Ja? Weil Penthouse am Meer und so weiter ist einfach ein bisschen teurer. Warm inklusive Strom sind wir jetzt bei 1400 Euro. Versicherung und so ist ungefähr gleich. Essen bisschen teurer. 600 Euro hier ist einfach ein bisschen teurer in Spanien. Andere Kosten ungefähr gleich. Jetzt kommt noch was anderes dazu. Ja. Es kam ein Auto dazu. Auto, schöne Fixkosten immer, Steuern und so weiter und so fort. Ja, habe ich jetzt, sage ich jetzt mal, mit den notwendigen Kosten, die ich habe, ja, ständig jemand zum Flughafen bringen, wieder abholen, insgesamt locker an die 300 Euro nochmal zusätzlich. Das heißt, ich habe jetzt meine Fixkosten auf einen Schlag dadurch, dass ich hierher gezogen bin, in Form von Essen, in Form von Miete, 800, 900, 1200 Euro mehr pro Monat. Ja? Und das ist das, was ich meine, warum man aufpassen muss, dass man, also wenn man mehr Geld verdient, dass man sehr, 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 sehr genau guckt, ja, wo man seine Fixkosten anhebt. Ja? Und natürlich ist es so, dass ich sehr, 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 sehr hart gearbeitet habe die letzten Jahre. Ja? Also ich habe jetzt zwar ab, sag ich mal, ab 2000, Anfang 2010 habe ich tatsächlich ungefähr wirklich eine 80-Stunden-Woche teilweise. Ich habe sehr, sehr, sehr hart gearbeitet. Das heißt, hierher zu ziehen ins schöne Penthouse und so weiter, mit diesem geilen Meerblick und so, das war in gewisser Weise auch eine Belohnung und eine Bestätigung für alles und so, ja. Das heißt, es war sehr kalkuliert, aber ich achte sehr, sehr, sehr genau darauf,
dass ich jetzt im nächsten Jahr, 2015, nicht diese Fixkosten wieder anhebe. Das heißt, mein Sohn wird nicht auf einen privaten Kindergarten gehen. Ja? Wir werden uns nicht so diese ganzen Sachen, die jetzt anstehen würden, holen, wie zum Beispiel einen Zweitwagen. Wir werden uns auch nicht irgendwie da überlegen, ob wir dieses Haus, diese Wohnung hier kaufen und so. Ich würde allen Leuten, die darüber nachdenken, sich eine Wohnung am Meer zu kaufen, extremst davon abraten. Weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier los ist an Modernisierungsarbeit und Renovierung, wenn hier mal ein Sturm kommt und durch das Salz, Meeresluft und so weiter und so fort. Ja? Darauf werde ich extrem achten. Ja? Und deswegen, das ist eine der wichtigsten Sachen, die ich heute festhalten will, dass ihr sozusagen nicht eure Konsumquote erhöht, je mehr Geld ihr verdient. Ja? Und deswegen mein großes Ziel, kann ich jetzt mal aufschreiben, im Prinzip, ich habe also jetzt in Bezug auf die Finanzen, habe ich jetzt, nur in Bezug auf die Finanzen fürs Investieren und so, habe ich das große Ziel, dass ich in 10 Jahren, also bis 40. Lebensjahr, ja, will ich sozusagen, also bis zum 40. Lebensjahr will ich insgesamt 1 Million Euro eingezahlt haben, ja, an Geld in alle möglichen Investments, in Aktien und so weiter und so fort, ja. Das ist sozusagen mein größeres Ziel, ja, weil ich glaube, wenn ich 1 Million insgesamt investiert habe, dass das auf jeden Fall reichen wird, für so mein schönes Leben weiterhin dann zu führen, ja. Und ja, da habe ich das Ganze aufgestaffelt. Ja, natürlich habe ich schon ein kleines Sümmchen davon investiert. Ja, und dieses nächste Jahr 2015 will ich insgesamt 1 Million. Ja. Das heißt, ich will nächstes Jahr 100.000 Euro insgesamt, was sozusagen verdient wurde oder umgesetzt wurde, versteuert wurde, minus den ganzen Fixkosten und so weiter, das, was im Endeffekt übrig bleibt, und dann kommt ja noch der normale Konsum wie Urlaub und so weiter, alles das, was ich zur Seite legen kann, will ich investieren und insgesamt 100.000 Euro nächstes Jahr einzahlen. Das ist sozusagen mein finanzielles Ziel für nächstes Jahr, ja. Und da merkt man auch schon ganz wichtig, wenn man das berücksichtigt, okay, ja, da kann man ja ausrechnen, wie viel ist das ungefähr pro Monat und so weiter und so fort, kann man ja ausrechnen, dass es natürlich sehr klug ist, wenn man nicht gleichzeitig die Fixkosten wieder extrem anhebt, ja. Ja, und das war im Prinzip nur mein Beispiel, beziehungsweise mein kleiner Beitrag, wie ich jetzt hier das Ganze eröffnen wollte für die finanziellen Ziele und für die finanziellen Vorsätze für 2015, ja. Wie gesagt, das habe ich ja letztes Mal schon angesprochen, Makroziele, Mesoziele, Mikroziele. Ich schreibe mir alles hier immer auf in meinem Buch. Ich habe so ein Jahresbuch, ja. Und das wird sozusagen immer bei mir getragen. Hier wird alles aufgeschrieben. Und dann wird rigoros, ja, rigoros alles umgesetzt, was hier drin steht. Komme, was wolle, ja. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Vorsätzen, dass man sich nur das auch vornimmt und vorsetzt, was man auch dann wirklich bereit ist, durchzuhalten und zu tun, ja, weil das ist natürlich ganz häufig der Punkt, das kenne ich aus dem Fitnessbereich, ja, dass Leute natürlich zu hohe Ziele für sich setzen und dann nach 2-3 Monaten wieder aufgeben. Deswegen sollten es auf jeden Fall realistische Ziele sein, ja. Ja, okay, jetzt schreibt mal auf, was sind eure Ziele, ja. David Pinch fragt, was ist mein Hauptberuf? Mein Hauptberuf ist mittlerweile nicht mehr Personal Trainer oder Personal Fitness Coach. Ich bin hauptberuflich eigentlich Internetunternehmer. Ja? Das heißt, ich baue Webseiten auf, ich schreibe Bücher über Fitness, über Ernährung, über Essstörungen und so weiter und so fort. Ich habe Mitgliederbereiche, Membership-Systeme, ich verdiene Geld über Affiliate-Marketing und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip mein Hauptberuf, also wenn du so willst. Genau. Wie strukturiere ich das Buch? Ganz einfach, ich schreibe mir vorne
Ja? Habe jetzt gerade keinen Lappen hier. Struktur ist ganz einfach. Vorne fünf große Jahresziele. Ja, das ist auch ein Fehler, den viele machen. Sie setzen sich zu viele Ziele auf einmal. Und dann können sie nicht mit ausreichender Konzentration diese Ziele verfolgen. Ich setze mir fünf große Jahresziele. Die schreibe ich alle ganz vorne ins Buch rauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bam, 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 bam. Ja, und dann glieder ich das. Das sind sozusagen die Makroziele. Ja, sorry, nächstes Mal werde ich die Wand, glaube ich, hier irgendwie anbringen oder den Computer so machen, dass ich dass die Wand hier die ganze Zeit hält, ja. Ich habe leider kein Stativ, dafür muss ich mir mal irgendwas überlegen, ja. Und dann wird das aufgeteilt einfach in Mesoziele, ja. Also quasi, was will ich jeden Monat dafür tun, um die Jahresziele zu erreichen? Und dann ist es einfach so, dass ich für jede Seite im Buch einen Tag nehme. Das Jahr hat 365 Tage und dann kriegt jeder Tag im Prinzip eine Seite, wo ich am Tag vorher aufschreibe, was ich an diesem Tag machen werde, tun werde, was ich durchsetzen werde und so weiter und so fort. Ja? Und ich sag mal, ich nehme das ziemlich streng und ziemlich ernst, weil ich persönlich damit gut klarkomme. Das muss bei dir nicht so laufen, es kann bei dir ganz anders laufen. Das kann sein, dass es zu eingrenzend für dich ist, so ein Buch. Aber ich würde sagen, von 365 Tagen habe ich tatsächlich 360 Tage in diesem Buch drin. Und davon ist vielleicht einer mein Geburtstag, einer Weihnachten, einer der Geburtstag von Leon und der andere der Geburtstag von Nadja oder so, wo ich das nicht mache. Aber die restliche Zeit, auch jetzt hier in den Weihnachtsfeiertagen, jetzt war ja die Familie von Nadja da aus Österreich. Wir hatten fünf Gäste hier zu Besuch. Da wollten wir auch einfach mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und einfach mal nicht an dieses ganze Thema Arbeit denken und so weiter, was ja sowieso auch schwer fällt, weil es einfach auch so einen Spaß macht. Ja, aber ansonsten plane ich ziemlich gut und strukturiere alles durch. Ja. Okay, cool. Hier haben wir schon ziemlich viele Ziele jetzt. Ja, weniger Konsumgüter kaufen. Mein Einkommen um 25% steigern, 20% vom Einkommen anlegen, 5K in Aktien investieren, 1,0 Abi. Im zweiten Quartal meine erste Investition in ETFs zu machen und ab dann regelmäßig bis dahin bilde ich mich noch weiter mit Büchern und Internet. Ja, Tim, ich setze mir schriftliche Tagesziele, genau, die ich dann abhake. Solche Ziele wie zum Beispiel weniger Konsumgüter kaufen, ja, das ist natürlich ein Vorsatz, aber versucht eure Vorsätze oder eure Ziele immer positiv zu formulieren. Also euch nicht darauf zu konzentrieren, was ihr nicht wollt, ja, sondern darauf zu konzentrieren, was ihr wollt. Ja, weil es ist gibt interessante Studien dazu, beziehungsweise interessante Überlegungen in der Psychologie, und auch in der Gehirnforschung so, dass das Gehirn sich gar nicht vorstellen kann, wie etwas nicht ist. Ja, das heißt, wenn ich zu euch sage, stellt euch mal keinen lilanen Eisbär vor. Ja, an was denkt ihr sofort? An lilane Eisbären. Ja, und wenn du jetzt sagst, ich will weniger Konsumgüter kaufen, dann denkt dein Gehirn an Konsumgüter. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass du sofort losrennst und trotzdem Konsumgüter kaufst, wenn du dich eigentlich dagegen entschieden hast, aber du wirst trotzdem daran denken. Deswegen ist es besser, dir zu sagen, okay, angenommen, du hast letztes Jahr insgesamt 2000 Euro ausgegeben für Konsumgüter, die du eigentlich gar nicht brauchst, wie Fernseher oder irgendwie unnötige Dinge. Dann kannst du jetzt sagen, okay, was will ich denn stattdessen machen mit dem Geld? Also versuche es positiv zu formulieren. Nicht weniger Konsumgüter, sondern mehr Bücher oder mehr Investitionen oder mehr in meine Bildung. Ja? Und dann genau aufzuschreiben, okay, was denn genau? Welche Bücher? Hast du vielleicht schon ein paar Ideen?
oder was beim Thema Bildung und so weiter, man will vielleicht ein Seminar machen in deinem Fachbereich oder so weiter, ja, dass du versuchst, die Ziele und die Vorsätze auf etwas Positives hinzuformulieren, worauf du hinarbeiten kannst und nicht auf etwas Negatives zu formulieren, ja. Das ist auch ein cooler Vorsatz hier von YMAP97, in allen Cashflow-Quadranten aktiv zu sein, ja. Und das ist auch immer das, was ich psychologisch so wichtig finde und so interessant, auch bei solchen Dingen wie zum Beispiel Wertpapiersparplan oder dass man halt einfach mal die ersten 200, 300 Euro, die man hat, investiert, weil man ab diesem Moment ja bereits in diesem I-Quadranten ist, ja. Und man hat sozusagen den ersten Schritt in diese Richtung gemacht, ja. Ich glaube, bei Tony Robbins, ich gucke mal kurz rein, da ist im Anfang vom Buch, was ich gerade lese, über dieses Money Master the Game, da ist doch genau dieses Zitat von Oscar Wilde. Moment. Habe ich doch neulich gesehen. The secret of getting ahead is getting started. Ja? The secret of getting ahead is getting started. Mark Twain. Das bedeutet, das Geheimnis, um ganz nach vorne zu kommen, ist es, dass man anfängt. Ja, das ist eigentlich genau das Zitat, was dazu passt, dass man einfach anfängt und dann ist man schon im I-Quadranten. Und wenn man sich sagt, hey, ich bin Investor, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Und wenn du anders fühlst und anders denkst, wirst du auch anfangen, anders zu handeln. Und dieses andere Handeln wird wieder dein Denken beeinflussen. Du wirst ganz anders auf einmal Dinge wahrnehmen, ganz anders auf Geld schauen, ganz anders auf Leute schauen, wenn sie einkaufen und warum sie eigentlich das kaufen und auf Klamotten. Und du wirst auf einmal ein zusätzliches Bild bekommen von der Welt und von Geld vor allem und mehr darüber nachdenken und hast eine bessere Grundlage, um mehr und mehr zu investieren. Ja, deswegen ist das ein super Ziel hier. Ja. Möglichst viel Wissen aneignen. 5K investieren und nicht rauchen. Okay? Das mit 5K investieren ist schon mal gut. Ja? Das mit. Und das ist übrigens auch der Punkt. Ich mache keine Ziele bei Aktien und so, was die Rendite angeht. Ja? Weil ihr wisst ja, hauptsächlich der Ansatz von mir: passives, langfristiges Investieren. Ja? Und deswegen werde ich jetzt nicht sagen, mein Ziel dieses Jahr sind 20% Rendite bei meinen Anlagen, ja, weil ich habe, was das betrifft, keine Jahresziele. Ich will nicht 20% dieses Jahr machen. Das ist nicht mein Ansatz. Das ist nicht meine Strategie. Es kann für euch passen. Für mich passt es halt nicht. Und ich sage mir lieber, ich will so und so viel ansammeln durch Geld, was ich verdiene und so, um es dann zu investieren, ja. Und ich weiß einfach, dass wenn ich genug langfristig breit gefächert investiere, dass genug Rendite auch kommen wird, ja. Was ich noch sagen wollte zu dem möglichst viel Wissen aneignen, das ist auch noch ein Ziel und ein Vorsatz, also es ist zwar grundsätzlich immer gut, dieses Bestreben zu haben, ich will mir möglichst viel Wissen aneignen, das habe ich natürlich auch, ja. Das heißt, während jetzt zum Beispiel, das war jetzt auch ganz lustig hier die letzten Tage, wo die Familie da war, da haben dann alle immer unten gesessen und als sie dann so fertig waren mit unseren riesigen Lungenbraten und was es da alles auf dem Teller gab, da haben dann alle immer so auf der Couch gelegen, ja, und haben irgendwie so Fernsehen geguckt oder haben geredet, bisschen Musik gemacht und gechillt einfach, ja. Und ich bin dann meistens natürlich erstmal bei denen geblieben und dann habe ich mich aber auf den Weg gemacht. Habe ich es dabei? Nee, hier. Auf dem Weg gemacht mit dem Hund Gassi, ja. Und habe dann in der Zeit immer, zeige ich euch kurz, mache ich immer das hier beim Gassi. Ja, ich lerne Spanisch, während ich Gassi laufe mit dem Hund. Und dann lese ich so ein bisschen noch, ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Wissen aneignen,
Das ist natürlich so ein allgemeines Interesse, was ich damit sagen würde. Das heißt, immer wenn ich jetzt irgendwas mache, was eigentlich, ja, wo ich jetzt nicht so konzentriert sein muss, wie zum Beispiel Gassi laufen, dann bin ich immer danach bestrebt, auch neue Dinge zu lernen und so. Aber du solltest lieber den Fokus auch darauf legen, nicht nur breit ganz viel Wissen einfach möglichst viel anzuhäufen, sondern lieber ein bisschen weniger Dinge lernen und Wissen aneignen und dann aber mehr umsetzen davon und mehr handeln. Also wirklich wertvolles Wissen anzuhäufen, ja. Und schreib dir ruhig auch Dinge auf dazu, ja. Und am besten auch gleich, wozu du dieses Wissen haben willst, ja. Nicht nur, dass du jetzt das Wissen haben willst, sondern was willst du dann damit machen? Wobei das natürlich an diesem Punkt, da muss ich mich ein bisschen korrigieren, wobei das natürlich ganz häufig auch so ist, dass man das vorher noch nicht weiß oder noch nicht in diesem Ausmaß weiß. Und während man dann neues Wissen angehäuft hat und ansammelt, dann auf einmal die Lösung kommt, ja. Deswegen ist es so wichtig, ständig zu lesen und ständig sich auszutauschen, weil man ja durch diese neuen Informationen auf einmal Ideen hat, die man mit alten Ideen verknüpfen kann, ja. Und auf einmal ist sozusagen, passiert etwas, was vorher noch nicht da war. Du setzt irgendeine Idee um und denkst dir so, ey, krass, warum habe ich eigentlich das nicht früher gemacht, ja. Weil du eben noch nicht dieses Wissen dafür hattest, ja. Ich habe zum Beispiel, das ist ein ganz lustiges Beispiel, ich habe ja auf diesem Kanal Aktien mit Kopf irgendwann diese Idee bekommen mit dem einen Zuschauer zusammen für diese Videoserien, dass man also einzelne Inhalte nicht nur einfach vollkommen randomly, also per Zufallsprinzip mal so, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so hochlädt, sodass alles immer durcheinander ist, sondern dass man so eine Art Grundstruktur aufbaut, wo man sagt, okay, montags bis freitags geht's da und da und darum. Da kommt natürlich jetzt, vor allem jetzt um Weihnachten, da war es sowieso schwierig mit Value Investing, weil man dafür auch sehr viel Zeit braucht für die Videos, das zu machen wegen der Familie und so. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel diese Videos mit dem Sparplan dazwischen gefügt. Aber generell ist es ja so, dass ich diese Themen in einer Woche immer mache, damit es eine bessere Struktur hat für euch und für mich auch, ja. Und jetzt habe ich auf einmal die Idee gehabt, sag mal, warum mache ich das eigentlich nicht bei meinem anderen Kanal, wo ich über 70.000 Abonnenten habe? Ja? Und jetzt habe ich überlegt, okay, für nächstes Jahr werde ich auf dem Fitness-Gesundheitskanal einfach auch mal solche Videoserien machen und gucken, wie das dort ankommt. Ja? Das heißt, immer wenn man mehr lernt, mehr weiß, kann man das mit anderen alten Ideen verknüpfen und lernt dadurch auch mehr zu. Ja? Oh, jetzt kommen auf einmal richtig viele neue Kommentare. Ah, cool, Brainfuck Movies will eine Membership-Seite aufbauen und nach 6 Monaten die Investitionen wieder reinholen. Ja, das klingt schon nach einem sehr konkreten, coolen Ziel. Alex hat geschrieben, das mit dem Nicht habe ich erst heute in Ich weiß, was du denkst gelesen. Es wird sich in der Regel gegenteilig entwickeln, wenn man solche Sätze formuliert. Also ich will nicht sagen, dass es sich unbedingt ins Gegenteil entwickelt. Da, also so ein starker The Secret-Anhänger bin ich dann doch nicht. Aber ich weiß, dass es nicht so effektiv ist, wie wenn man positive Ziele formuliert. Das ist auf jeden Fall ganz klar der Fall. Ja? Jetzt vibriert er gerade die ganze Zeit mit Handy. Moment, bin gleich wieder da, dann lege ich es weg. Ist nur kurz wegen Flugzeug und so. Muss natürlich sicher gehen, dass die Familie gut wegfliegt und so. Okay, also kommen wir zum nächsten Ding. Oh, da kommen gerade aktuell die so schnell, dass ich gar nicht hinterherkomme. Treiben sich hier welche rum, die es schon geschafft haben und finanziell frei sind? Juri K., wie stellst du dir die Ausführung vor? Wie gehst du vor, wenn du merkst, dass du dein Ziel viel früher erreichst, beziehungsweise du merkst, dass du es 2015 nicht erreichen kannst? Ja, da bin ich ehrlicherweise, das ist ein schwieriger Punkt, weil was häufig passiert,
wenn man natürlich sowas macht, wie zum Beispiel die 5-Jahres-Ziele, dann alles aufschreibt und so, dann setzt man sich ja in gewisser Weise unter Druck, ja, und baut auch so eine Art Erwartungshaltung gegenüber sich selbst auf. Das heißt, was passieren wird, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Tagesplan aufschreibst hier und du dann am Ende des Tages diesen Tagesplan nicht umgesetzt hast, ja, dann wirst du anfangen, dich zu ärgern. Und das ist gut. Du wirst also sagen, hey, warum war ich eigentlich nicht so diszipliniert? Da muss ich eigentlich dran arbeiten und so. Ne? Aber wenn ich jetzt merke, am Ende des Jahres 2015 habe ich mein Ziel nicht erreicht und ich habe statt 100.000 Euro 75.000 Euro nur investiert, dann bin ich nicht der, der zu den Leuten gehört und dann sagt, scheiße, Ziel nicht erreicht und oh, du bist schlecht, du musst mehr an dir arbeiten und bla bla bla. Nein, da bin ich ganz, ganz, ganz anders als viele andere Menschen. Da bin ich viel lockerer, was das Leben allgemein angeht. Da sage ich mir dann, hey, du hast halt nicht 100 investiert, sondern 75. Na und? Du hast trotzdem eine Menge und mehr investiert als noch von letzten Jahr. Und das heißt, ich versuche mich einfach von Jahr zu Jahr auch zu verbessern und ich mache mich nicht fertig, wenn ich gewisse Dinge nicht erreiche. Ja, auf keinen Fall. Eher sehe ich das motivieren und sage, okay, ich muss mich einfach nächstes Mal noch ein bisschen mehr anstrengen. Oder ich habe einfach nächstes Jahr wieder was, ich habe dieses Jahr was gelernt, was ich nächstes Jahr anders machen werde und so. Aber alles immer positiv formuliert, weil ich glaube, wenn man anfängt, dann sich fertig zu machen und man hat ja sein Bestes gegeben, ja, wenn du dein Bestes gegeben hast, aber das Ziel nicht erreicht hast, musst du dich dafür nicht schämen, kannst dir trotzdem auf die Schulter klopfen. Ja. Wenn ich das Ziel natürlich vorher erreiche, das ist, kommt natürlich auch vor, dieses Jahr, ich habe gesagt, ich will dieses Jahr am 31.12. mit Sektflasche und Zigarre in der Hand auf meiner Dachterrasse auf Mallorca stehen. Ich war schon Mitte Oktober hier, ja, das heißt Ziel vorher erreicht. Dann bin ich nicht der, der unbedingt sich gleich auch wieder die neuen Ziele setzt für das Jahr noch, ja, sondern einfach dann auch diesen Ziel einfach das abhake, zufrieden bin und das feier und mich freue und dann einfach mich auf die anderen Sachen konzentriere. Aber ich bin nicht so der, der, auch wenn das manchmal den Anschein erweckt, der sozusagen von einem zum nächsten geht und immer mehr, sondern ich reflektiere dann auch mal ganz gerne, ja, und setze mich dann einfach mal zurück und denke viel nach und lese sehr viel Bücher und so, ja, und ich bin nicht so der immer so von einem zum nächsten preschen muss, weil ich finde das immer vollkommen bescheuert, wofür lebt man dann überhaupt, ja. Ich will mit 25 ein Haus kaufen, okay, das ist ein super Ziel, also so im Sinne von ganz streng und klar definiert, ja. Finanzielle Freiheit sind passive Einnahmen höher als Ausgaben. Okay, wenn du das so definierst, bin ich auf jeden Fall finanziell frei. Ich habe da noch eine kleine zusätzliche Definition. Dazu kommen übrigens ab 1. Januar eine Woche lang Videos. Das ist das Thema finanzielle Freiheit. Was ist das eigentlich? Wie entsteht das? Was ist meine Definition und so ein bisschen Motivation quasi für 2015, ja. Da bin ich auch gespannt, was ihr darunter versteht, ja. Aber grundsätzlich sehe ich es genauso eigentlich, also, dass man nicht mehr in diesem Rattenrennen ist, ja, und nicht mehr von morgens bis abends arbeiten muss und im Prinzip diese 5 Arbeitstage gegen 2 Tage Wochenende eintauscht, ja. Ja, Mr. Californication hat es gut zusammengefasst, ne? Wenn du deine Ziele einfach extrem hoch ansetzt und diese Ziele sozusagen nicht erreichst, bist du meistens trotzdem erfolgreicher als alle anderen, die kleinere Ziele hatten, ja? Wichtig ist nur, Mr. Californication, wichtig ist nur, dass du dich dann halt nicht fertig machst selbst und dir einredest, du wärst ein Versager oder ein Loser oder dir von anderen Leuten einredest, du hast nichts drauf, nur weil du die Ziele nicht erreicht hast, ja. Ziele dienen ja nur als Motivation, ja. Aber ich bin auch ein Fan, ein bisschen von, ja, deswegen denkt immer dran, hier oben, da hängt der, ja, kennt ihr aus den Videos, ja. Davon bin ich auch ein bisschen Fan von dieser Einstellung, ja, dass der Weg auch das Ziel ist, ja. Ziele sind zwar gut und sinnvoll, um Sachen zu definieren und eine Struktur reinzubringen, aber Ziele sind nicht das Wichtigste auf der Welt. Meiner Meinung nach gehört der Weg auch zum Ziel dazu und das Lernen und der Prozess an sich, ja,
ist noch, sonst würde ich dieses ganze Scheiß mit Aktien und so nicht machen, nur weil dann irgendwie eine große Summe auf dem Konto ist oder nur weil ich irgendwann mir auf die Schulter klopfen kann, dass ich eine hohe Rendite habe, ja, das reicht mir nicht. Mir geht es auch um den Weg einfach, um das Lernen, um die ganzen Emotionen, die damit reinspielen, um die Psychologie und wie ich das einschätzen lerne und wie ich mich freue, wenn etwas funktioniert und was ich tue, wenn etwas nicht funktioniert und so weiter. Das kommt alles damit rein, ja. In der Uni bin, dann arbeiten gehe und abends zum Sport. Sind das Dinge, die sich jeden Tag wiederholen? Würdest du sowas niederschreiben oder nur die zusätzlichen Dinge, die du neben deinen Fixaufgaben erledigst? Auf jeden Fall alles aufschreiben. Auf jeden Fall alles aufschreiben. Ja, alles, was dazugehört. Ich mache das so, das habe ich von Earl Nightingale hier. Der liegt immer da, höre ich mir gerade nämlich immer wieder an. Bei ihm ist es so, bei der einen Lektion, wo es ums Thema Produktivität geht, ja, 6 Punkte, sagt er. Du schreibst dir 6 Punkte auf abends, die du am nächsten Tag machen willst. Ja, und dann einfach erstmal die 6 Punkte aufschreiben und dann ordnest du die in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Das heißt, was ist am allerwichtigsten und was, und das, damit fängst du dann an. Natürlich geht das nicht immer. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit vorher trainieren gehst, dann schreibst du natürlich Punkt 1, wenn das für dich das wichtigste Ziel ist, oder wenn das für dich eins der Ziele ist, Punkt 1 trainieren, Rücken, Schulter, Bauch oder was auch immer. Und dann als nächstes auf Arbeit das und das und das tun und dann lernen, das und das und das lernen und so weiter und so fort. Ja. Genau. Und was ich auch cool finde, davon mal abgesehen, es macht richtig Spaß, ja, was ich auch cool finde, ist, wenn man sich dann von einigen Jahren vorher die Sachen mal anguckt. Weil wenn du mehr aufschreibst, ist es wie so eine Art Tagebuch auch, ja. Und wenn du dann guckst, was ich zum Beispiel 2010 teilweise für Ziele hatte, ja, ich will sie gar nicht öffentlich sagen, sage ich euch, ja, dann ist es natürlich auch immer was Amüsantes, wenn man einfach so ein bisschen reflektieren kann und gucken kann, wie man sich entwickelt hat, ob man sich überhaupt entwickelt hat und was man so früher alles hatte für Ziele, ja. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, Gitter. Ja, sehr, sehr, sehr interessanter Punkt. Ich lese mal kurz vor. Wenn man das Glück hat, mit seinem Hobby beziehungsweise mit dem, was man am liebsten macht, sein Geld zu verdienen, kann das Einkommen auch durchaus aktiv sein, um finanziell frei zu sein. Ja, ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und meistens ist es so, deswegen ist es auch so wichtig, dass man am Anfang eine Ausbildung und ein Studium macht, wo man wirklich sein Potenzial verwirklichen kann und was einem richtig Spaß macht. Weil ich habe zwar in den letzten Jahren eine 80-Stunden-Woche gehabt, aber das hat mich nicht wirklich gejuckt. Ja? Das heißt, ich sitze jetzt hier, heute ist Sonntag. Wir mussten so viel machen die letzte Woche. Die ganze Zeit diese ganzen großen Einkäufe. Ich habe die ganze Zeit mit denen geplant, okay, wo können wir noch hingehen? Dann haben wir gekocht für die. Man will ja, wenn man Gäste hat, die auch immer so ein bisschen hofieren, sage ich jetzt mal, ja, und die ganze Zeit, und jetzt habe ich heute, ne, jetzt ist 9.13 Uhr, jetzt habe ich heute in 2 Fuhren die zum Flughafen gebracht, ja, also erst die ganzen Männer mit Koffern und so, dann zurückgekommen, dann die ganzen Frauen und dann wieder zurück und so weiter, und das dauert natürlich auch immer hin und zurück und so weiter, und dann noch 2 Videos heute hochgeladen, ein paar andere Sachen gemacht, aber trotzdem sitze ich jetzt hier um 9.13 Uhr, und ich denke mir nicht so, ich gucke jetzt nicht auf die Uhr, obwohl ja das eigentlich auch Arbeit hier ist, was ich gerade mache. Ich gucke jetzt nicht auf die Uhr und sage, oh Scheiße, ich muss jetzt noch eine Viertelstunde mit diesen ganzen Leuten da den Livestream machen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja? Das gibt es bei mir nicht. Ja? Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie für einen Steuerberater meine Steuerunterlagen zusammentragen muss am Ende des Monats, da habe ich jetzt nie wirklich Bock drauf. Also er wird auch in 100 Jahren werde ich da nicht Bock drauf haben. Aber meistens habe ich da Bock drauf. Und Gitter, was sogar noch dazu kommt, ist, dass in dem Bereich aber, wo du da arbeitest, was du am liebsten machst, hast du tatsächlich auch die größte Möglichkeit, finanziell frei zu werden. Denn denkt immer daran, Geld habe ich gerade unten, denkt immer daran, Geld ist ein Tauschmittel für Wert. Ja, wo du am meisten Spaß hast, kannst du am meisten Wert schaffen, und je mehr Wert du schaffst, kannst du
mehr Geld haben. Ja, ganz einfach mal erklärt, ja. Was denkst du, wird sich die Russland-Krise und die gegenseitige Sanktionsspirale auf die Weltwirtschaft und den Aktienmarkt auswirken? Gute Frage. Also ja, hat sie ja in gewisser Weise schon. Ja, die Sanktionen haben ja Russland zum Beispiel ziemlich hart getroffen. Und ich denke auch, dass es weiter, wenn es weitergeht, sich durchaus auch noch negativ auswirken wird. Wird es sich aber so auswirken, dass es jetzt richtig schlimm wird? Meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach wird sich diese Krise nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwann lösen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn es nicht der Fall sein sollte, könnt ihr mich sozusagen daran festhalten und dann habe ich falsch gelegen. Ja. Wie hast du es strukturiert, Sprache zu lernen? Ganz einfach. Pimsleur, Sprachlernsystem. Da lerne ich jetzt Spanisch. Also Englisch, I've learned that in school, second grade. English is my second mother tongue. Ja, also ich kann Englisch genauso gut wie Deutsch sprechen. Ich lese ganz viele englische Bücher. Das ist einfach nur, weil ich in der Schule das gelernt habe. Dann Französisch kam irgendwann dazu. Das kann ich jetzt nicht mehr so gut. Da vergesse ich. Je mehr Spanisch ich lerne, desto mehr Französisch vergesse ich. Meiner Meinung nach ist es nicht so, dass wenn man jetzt Französisch kann, man leichter Spanisch lernt. Es stimmt zwar, dass die Wörter teilweise gleich sind, ja, und dass sie auch teilweise auch sehr ähnlich sind. Ja, zum Beispiel hier heißt auf Französisch ici und auf Spanisch aquí, ja, und die Wörter sind gleich. Aber je mehr ich jetzt zum Beispiel un vaso de agua, ja, lerne auf Spanisch, dann vergesse ich sofort, was es auf Französisch heißt. Ich weiß auch nicht warum, ja. Aber grundsätzlich Sprachen lernen mache ich mit dem Pimsleur-Sprachlernsystem. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Da lerne ich zwar aktuell nicht so viel Grammatik und nicht so viel Schrift, aber mir geht es auch in erster Linie darum, mich verständigen zu können und zu sprechen. Darum geht es mir als allererstes, ja. Und dafür eignet sich Pimsleur extrem gut. Ich schreibe es mal kurz auf, weil man anhand des Namens nicht weiß, wie das geschrieben wird, ja. Du sprichst Deutsch? Denkst du, dass man aus dem Sinken der russischen Aktien langfristig Gewinn machen könnte? Na klar, kann man bestimmt. Ja, habe ich aber auch schon in dem Video beantwortet heute. Das hat man auch neulich gesehen wieder. Die russischen Unternehmen, wie hieß noch mal dieser Milliardär von Yukon, von der Firma Yukon, der wurde ja einfach zerschlagen, der Konzern. Ne? Das heißt, du bist in Russland, wenn du da investierst oder wenn du halt eine Firma in Russland hast, da bist du vollkommen ausgesetzt der Willkür von diesen russischen, ja, ich will nicht sagen Diktator und Diktatoren, aber schon doch ziemlich merkwürdigen Passanten. Und die willkürliche Politik in Russland, die kann halt einfach irgendwelche Schritte befehlen, zum Beispiel, dass sie sagen, okay, ihr müsst jetzt eure Devisen verkaufen oder ihr müsst jetzt das und das tun. Und du kannst halt als Unternehmen nicht viel dagegen dann machen, ja. Und da bist du natürlich als Anleger auch nicht vor geschützt, ja. Und deswegen bin ich mit Russland allgemein ziemlich skeptisch, so. Hab heute geträumt, Putin wird ermordet und der Dritte Weltkrieg bricht aus. Es gibt, ich habe das Wort vergessen. Ich habe das Wort leider vergessen, so ein englisches Wort dafür, aber es gibt so ein, das ist interessant bei diesem ganzen Thema Weltkrieg und so. Wisst ihr, warum der Weltkrieg, der dritte Weltkrieg nicht kommen wird? Gibt es einen ganz einfachen Grund. Okay, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Aber warum meiner Meinung nach es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der dritte Weltkrieg nie kommen wird, ist genau wegen diesen bedrohlichen Atomwaffen. Und ich habe leider das Wort vergessen, aber es gibt so eine Art Equilibrium. Das heißt, würde jetzt zum Beispiel Russland, weil Putin ermordet wird, USA angreifen, dann wissen die Russen, dass egal wie viele Atombomben die werfen, ja, dass Amerika irgendwo noch drei, vier U-Boote haben wird. Und diese drei, vier U-Boote allein können schon ganz Russland wieder zerstören mit Atomsprengköpfen. Und aus dieser Bedrohung heraus
entsteht im Prinzip so eine Art Sicherheit, auch wenn es irgendwie paradox ist, weil eben der eine Gegner den anderen vollständig zerstören kann. Und deswegen würde, jedenfalls wenn die Politiker einen kleinen Funken Rationalität übrig bewahren in so einem Ernstfall, wird es nie dazu kommen, weil sie eben wissen, wenn wir angreifen, werden wir auch komplett zerstört. Und deswegen lohnt es sich einfach nicht. Ja. Ist zwar irgendwie schade, dass unsere Menschheit solche Anreize braucht und irgendwie nur deswegen nicht bedrohlich wird, weil einem selber dann der Schaden droht. Aber ja, was soll man machen? Ja. Ich habe, lieber Ole, ich habe Flash Boys noch nicht gelesen, das Buch. Ich habe nur diesen damals im Handelsblatt die Reihe gelesen darüber. Aber das Buch selbst, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, würde mich mal interessieren. Ich lese jetzt gerade dieses Dicke von dem französischen Ökonomen. Das Kapital im 21. Jahrhundert. Genau, Khodorkovsky. Ich habe es. Muss man lernen, fällt Glaube in die Schuhe. Verstehe ich nicht. Und weil es allein zu teuer würde. Ja, das ist genau der Punkt. Ja. Der vierte wird mit Keulen gekämpft, das hat dann der Einstein gesagt. Aber lasst uns nicht zu viel mit Atomkriegen aufhalten. Ich finde das äußerst deprimierend und echt schade. Und deswegen lasst uns lieber über die Vorsätze reden. Welche Zeitschrift ist gut über Aktien und so weiter? Es gibt, ich habe leider, ich kriege ja natürlich hier nicht so einfach die ganzen deutschen Zeitschriften, aber ich habe damals im Flugzeug auf dem Weg hierher die Capital gelesen und die fand ich ziemlich interessant. Ziemlich teuer auch, 10 Euro oder so, aber die fand ich sehr interessant. Da geht es hauptsächlich wirklich nur um Kapital halt. Und ich bin ja bald in Wien, dann werde ich mir die auch mal wiederholen. Mal gucken. Aber ansonsten kenne ich eigentlich keine Zeitschriften oder, also ich kenne schon einige, aber ich lese die nicht. Deswegen kann ich leider keine Meinung dazu äußern. Mein Prof an der Uni hat uns auch geraten, Piketty zu lesen. Ja, ich finde die ersten Seiten, die ich jetzt gelesen habe, die ersten 60, 70 bin ich mittlerweile, fand ich sehr, sehr, sehr gut schon, sehr interessant. Und ich habe ja auch den damaligen Klassiker gelesen hier. Ja. Kennt ihr alle den guten Mann? Karl Marx, das Kapital, ja. Aber was mich damals schon an ihm gestört hat, ja, extremst gestört hat, ist einerseits genau das, was bei Piketty jetzt auch geschrieben wird, dass alle von diesen Marxisten und von diesen, wie soll ich sagen, Kapitalismuskritiker oder die meisten jedenfalls, dass sie erstens vollkommen überschätzen, was das menschliche Gehirn an Innovation hervorbringen kann und zweitens, dass ihre Vorschläge, wie es denn sonst aussehen könnte, entweder gar nicht existent sind oder aber einfach eklatant gescheitert sind. Ja? Und es ist immer leicht, auch bei Politikern und so. Ne? Ihr müsst immer gucken, Politiker sind generell Leute, wo immer die ja reden, Gesetzestexte formulieren sollen, beziehungsweise einfach durch die ständige Konfrontation mit Opposition und so weiter überlegen sollen, welche Gesetze sollen dazukommen, wo müssen wir strukturell sozusagen Dinge umändern, wo fließen die Finanzen hin, die öffentlichen Mittel und so weiter. Und die sind also, die verbringen sehr viel Zeit damit zu diskutieren. Und da sagen wir Leute immer so, die reden ja nur. Aber reden ist einer der wichtigsten Dinge in der Politik. Und die ganzen Journalisten, die schreiben dann darüber. Ja? Das heißt, du hast immer die eine Seite an Leuten, die redet und handelt. Und dann hast du die andere Seite, die nur über die anderen berichten. Ja? Und deswegen ist es sozusagen immer so ein Punkt, wo man sagt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Keine Ahnung. Denkst du, eine Offizierskarriere bei der Bundeswehr ist ein guter Weg zur finanziellen Freiheit? Ich mache mein Abi momentan, man kriegt während des Studiums Geld und nach 13 Jahren verlassen. Und ja, also die Bundeswehr, die Offizierskarriere, die wird dir nicht während dieser Zeit schon finanzielle Freiheit beschaffen, obwohl du eigentlich, was die Finanzen angeht, tatsächlich wirklich recht frei bist als Bundeswehrsoldat, weil du dich auch um fast nichts kümmern musst. Weder um Versicherungen noch den ganzen Kram. Und wenn du dort bist, du hast Essen, du hast eigentlich alles. Das heißt, das ist tatsächlich ein unglaubliches Privileg. Und du hast meistens auch sehr viel Zeit, nicht immer, aber meistens, um über Dinge nachzudenken. Und du hast auch sehr viel und definitiv Zeit, als Bundeswehrsoldat Geld anzusparen, vor allem als Offizier. Und du hast dann auch noch danach die Berufsförderung und so weiter. Das heißt, wenn dir das liegt und du bereit bist, deinem Land zu dienen auch, und du nicht nach irgendwie 2-3 Monaten schon aufgibst, weil du die Grundausbildung nicht durchhältst, dann finde ich die Bundeswehr auf jeden Fall eine coole Sache. Ist es bewusst so, dass die Kunst über Kapital nachzudenken auf deiner Seite der Bücherempfehlung nicht mehr drin ist? Doch, die ist eigentlich drin. Die Kunst über Geld nachzudenken, nicht über Kapital, deswegen habe ich es erstmal nicht kapiert, ist drin, ist nur eine Seite weiter hinten. Das wird jetzt aufgeteilt irgendwie. Ja, mein Bruder hat im ehemaligen Jugoslawien in der Schule Marx gelesen und kann heute nicht mit Geld umgehen. Wobei Marx ja mit der grundsätzlichen Kritik teilweise recht hat. Ja, davon mal abgesehen. Nein, die beim Bund, die wollen dich nicht ewig binden an den Vertrag, sondern die wollen dich so lange binden, wie der Vertrag halt läuft. Ja, das heißt, die Offizierslaufbahn geht, glaube ich, in der Regel, so war es jedenfalls früher, 12 Jahre. Nach diesen 12 Jahren bist du dann raus. Du hast auch die Möglichkeit, das zu verlängern. Ich kann es nur sagen, wie es bei mir war. Bei mir war das äußerst, äußerst einfach und simpel immer alles geregelt. Ja, ich war 9 Monate erstmal da und am irgendwann Mitte des 7. oder 8. Monats kam der Spieß runter und meinte halt, also jetzt nicht der Kartoffelspieß, der Spieß ist im Prinzip so der Verantwortliche des Zuges und meinte, die Batterie wird in Einsatz fahren nach Kosovo und so und wir suchen noch freiwillig länger Dienende und so weiter. Wer will mitmachen? Habe ich dann kurz überlegt. Erst dachte ich so, warum eigentlich nicht? Und dann natürlich von Eltern alle gesagt, nein, mach das nicht, das kannst du nicht tun und so weiter. Und dann ich so, na gut, jetzt mache ich's. Dann bin ich hingegangen, habe mich angemeldet und die haben sich darum gekümmert und das war eigentlich alles schnell geregelt, ja. Wie kann man sich zum produktiven Arbeiten motivieren, zum Beispiel lernen? Grundsätzlich natürlich, indem man die Dinge lernt, die einen interessieren, ja, was natürlich leider vor allem im Studium oder in der Schule nicht immer der Fall ist oder die Möglichkeit ist. Wenn du Dinge lernen musst, auf die du eigentlich keinen Bock hast, dann kannst du dieses Lernen als Übung sehen für andere Dinge, die du lernst und du kannst anfangen, über Struktur zu lernen. Ja? Gib mal unbedingt das bei YouTube ein. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, ich habe darüber ein Video gemacht beim Strandfigur-Kanal, über die Struktur zu lernen. Oder du gibst zum Beispiel bei YouTube mal Marius Ebert ein, ja, und guckst dann, der hat auch interessante Videos dazu, wie man über Struktur lernt. Das macht viel mehr Spaß, wenn man viel mehr davon behält, als wenn man einfach nur sinnlos irgendwelche Karteikarten auswendig lernt, ja. Ja, ich war im Kosovo, genau. So. Kommt demnächst ja noch ein Buch zum Thema Aktien von dir? Ja, und zwar Aktien und Immobilien quasi. Die beiden Asset-Klassen so gegenüberstellen. Ja, bei Komma ging es ja um Kaufen oder Mieten. Und ich will jetzt sozusagen auch nach den Erfahrungen mit Gerald Hörhahn, ich werde mich natürlich auch noch viel mit dem austauschen und so und gucken, was der alles so drauf hat.
Und bin schon am Recherchieren und bin schon auch am Schreiben. Und das wird auf jeden Fall rauskommen und mal gucken, vielleicht sogar noch ein anderes, aber das weiß ich jetzt noch nicht genau. Okay, Leute, es ist jetzt 9:30 Uhr. Damit waren wir jetzt auch wieder fertig. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu euren finanziellen Vorsätzen und zu euren finanziellen Zielen nächstes Jahr, dann schießt los, schreibt sie unter diesem Video auf. Das Video wird aber gleich bei YouTube dann erstmal für, ich glaube, 20 Minuten nicht da sein und dann wird es zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr dort nochmal als Kommentar eure Frage aufstellen. Dann werde ich nochmal später darauf eingehen. Ansonsten hat es mich riesig gefreut. Denkt immer an den Tabasco-Effekt, ja, ab jetzt in der Psychologie allgemein anerkannt, ja, mit meinem Patent, ja, Kolja Bargon hat es erfunden, Tabasco-Effekt. Wenn ihr mehr Geld habt, fangt nicht an, sofort mehr zu verbrauchen, sondern bleibt erstmal auf diesem Niveau der kleinen Flaschen und spart das mehr Geld an, um es dann für sinnvolle Dinge auszugeben. Das könnt ihr als Message für nächstes Jahr schon mal mitnehmen. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann, glaube ich, erst wieder im neuen Jahr, live jedenfalls, natürlich in Form von Videos auch vorher und Blogs. Aber auf der FIBO bin ich übrigens auch, ja, richtig, wo du es fragst. Nee, ich habe das Buch von Steve Jobs noch nicht gelesen. Ich wollte mir als nächstes das über Charlie Munger holen, aber jetzt lese ich erstmal das, nicht das, sondern das mit dem 21. Jahrhundert. Das liegt gerade unten auf der Couch, glaube ich. Ja, irgendwo da. Okay, hat mich riesig gefreut. Denkt dran, immer rational zu handeln und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kolja Barkhorn, Aktien mit Kopf. Puff.